Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, wir brauchen eine Trendwende. Unser Land war schon vor Corona in einem Strukturwandel, aufgrund des Klimaschutzes und aufgrund der Digitalisierung. Auf den Weltmärkten können wir nicht sicher sein, dass wir unseren Wohlstand in gleicher Weise verteidigen können wie in den vergangenen Jahren, weil der freie Handel eingeschränkt wird, aber auch weil die Kunden von heute morgen bereits scharfe Wettbewerber sein können. Die bleiben nämlich nicht stehen. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Tendenziell werden weniger Menschen unseren Wohlstand, unser soziales Absicherungsniveau sichern müssen. Das alles hat mit den Corona-Krisenfolgen gar nichts zu tun, stellt aber in Frage, ob wir in der Zukunft, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten genauso leben können wie heute. Wir kommen aus einer Zeit, in der es 40 Quartale in Folge Wachstum in Deutschland gab. Manche können sich Rezessionsszenarien überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Die Gruppe der heute Anfang 20-Jährigen, die kennen gar nicht wirtschaftlichen Einbruch als aktive Beobachter des politischen und des wirtschaftlichen Geschehens. Und nun kommen wir in eine Situation, wo das Geschäftsmodell der Bundesrepublik Deutschland, unsere Schlüsselindustrien allesamt in Frage gestellt werden. Wie soll das gehen? Weniger Menschen auf einem sich verschärften internationalen Parkett mit mehr Wettbewerb, Transformation durch Digitalisierung und dann noch Klimaschutz, der im Grunde die Art und Weise, wie wir leben und wirtschaften, in Frage stellt. Wie soll das gelingen? Diese große Veränderung, die ist ein Risiko natürlich für Beschäftigung, für soziale Absicherung, für sozialen Frieden. Das erfordert von uns neues Denken. Im Grunde muss man sagen, die Veränderung ist so groß, dass wenn wir diesen Transformationsprozess und die Alterung der Gesellschaft verbinden wollen mit Beschäftigung, sozialem Frieden, sozialer Absicherung, wie wir es kennen, wir brauchen ein Wunder. Damit das gelingt in einer veränderten Zeit, daran, woran wir uns gewöhnt haben, soziale Absicherung, Wohlstand, Beschäftigung, wenn wir das erhalten wollen in dieser neuen Zeit, wir brauchen ein Wunder. Und genau das, liebe Freundinnen und Freunde, ist mein Vorschlag. Wenn wir ein Wunder brauchen, dann arbeiten wir doch auch für ein Wunder, für ein neues Wirtschaftswunder in diesem Land. Und das ist der Grund, warum wir dieses Symbol gewählt haben. Das ist der Grund, warum wir dieses Symbol gewählt haben. Das ist die Baumpflanzerin, die auf dem 50-Pfennig-Stück gewesen ist, in etwas aktualisierter Form. Und die war damals ein Symbol für Hoffnung. Die war ein Symbol für Aufbruch. Die war das Symbol für das Wirtschaftswunder. Und genau das brauchen wir heute nun auch wieder. Die Erinnerung an das, was unsere Gesellschaft schon einmal geschafft hat. Einen großen Veränderungsprozess und das Versprechen von Wohlstand für alle. Das war der Gründungsmythos der Bundesrepublik Deutschland. Und in dieser Zeit des Wandels sollten wir uns an ihn erinnern und daran, was unser Land stark gemacht hat. Es war nicht ein Staat, der sich überall eingeschaltet hat. Es war nicht ein Staat, der überall gelenkt hat mit Verboten, Geboten, Subventionen. Es war keine Gesellschaft, die auf Unterschiede teils mit Neid, teils mit Häme reagiert hat. Die Zeit des Wirtschaftswunders war eine Zeit geprägt von Tatkraft, von Erfindergeist, von Leistungsfreude, von Risikobereitschaft, von Offenheit für Veränderung und für Technologie, eine Gesellschaft, die sie begrüßt und nicht bekämpft hat. Und genau das, liebe Freundinnen und Freunde, braucht unser Land heute wieder. Wenn wir ein Wirtschaftswunder wollen, dann brauchen wir auch wieder Wirtschaftswunderpolitik. Eine Politik, die das Land nicht bremst, sondern eine Politik, die unser Land entfesselt, die den Menschen vertraut, statt ihnen Knüppel zwischen die Beine zu werfen, die ihnen private Investitionen nahelegt, statt alles nur für den Staat zu beanspruchen. Das ist die Mission Aufbruch, die wir uns wünschen.